Ein wirklich edler Starliner. Nur das Beste für die Gesellschaft. Ich bin hier, um die Feier zu genießen. Okay. Bei Fragen zur Sicherheit ihrer Wertgegenstände kann Ihnen die Perserin behilflich sein. Hallo? Sind Sie Mitglied der Gesellschaft? Die Vorsitzende hat sich wahrlich selbst übertroffen. Oh, ich weiß nicht, warum Larry an dem Event teilnimmt. Ihm sind alle Planeten egal. Die Erde ist keine Ausnahme. Sheila Holbrook ist dieses Jahr Vorsitzende des Preiskomitees. Die passt auf diese alberne Trophäe auf wie auf ihr eigenes Kind. Da wissen wir schon mal was. Die Gesellschaft ist so eine tolle Sache. Es gibt doch nichts Wichtigeres, als den Geist der Erde zu bewahren, oder? Ich wünsche noch viel Spaß. Hast du die Canapés probiert? Ich hoffe sehr, in Zukunft finden alle Events der Gesellschaft auf einem Starliner statt. Larry ist bei der Galbank A-Level-Führungskraft. Was bedeutet, dass er auf Knopfdruck auf alle Konten zugreifen kann? Okay. Oh, geht es um diesen Bericht auf SNN vor ein paar Jahren? Da war nichts dran. Wir sind eine legitime Wohltätigkeitsorganisation. War das alles? Okay. Beschwerden über Ihre Reise sollten Sie an ein Mitglied des Personals richten. Es wäre schön, wenn die Drinks inklusive wären, aber bei Trident wird man eben ausgequetscht. Und? Was führt dich hierher? Er verbringt viel Zeit mit Claudia Swist. Sehr viel Zeit, wenn du verstehst. Seine Frau weiß bestimmt nichts davon. Vergiss nicht, etwas zu spenden. Okay, so, schon mal zwei weitere Sachen. Die Aussicht ist einfach spektakulär, nicht wahr? Oh, Toilette. War ja klar. Ein wirklich edler Starliner. Nur das Beste für die Gesellschaft, was? Das ist eine Frau? Ist das wichtig? Ich habe keine Zeit für Belanglosigkeiten. Ja? Ich hoffe, es ist wichtig. Ich bin mit den Vorbereitungen für die Preisverleihung beschäftigt. Ganz und gar nicht. Mir wurde versichert, dass dieses spezielle Schiff mit der modernsten Sicherheitstechnologie ausgestattet ist. Ich bin absolut überzeugt, dass Trident Luxury Lines unsere Sicherheit garantiert. Stimmt, ja. Genau genommen war ich in den letzten 7 der 9 Jahre seines Bestehens mit seinem Transfer betraut. Warum fragst du? Och. Nun ja, der Erdenretterpreis ist einzigartig. Allein die blauen Diamanten sind unersetzlich. Nachdem wir nicht jedes Jahr einen neuen Preis produzieren können, wird er von Gewinner zu Gewinner weitergegeben. Okay. Ich überwache den Transfer und sorge dafür, dass die Sicherheitsvorkehrungen beim Transport und am Zielort ausreichen. In meiner Kabine. Also bitte, ich bin doch nicht dumm. Der Preis wird vollkommen sicher im Haupttresor im Büro der Pörserin verwahrt. Danke. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst, ich habe Wichtigeres zu tun, als mit jemandem wie dir zu sprechen. Oh Gott, okay. Bist du Mitglied der Gesellschaft? Wenn Sie keine Sicherheitsangelegenheit zu... Sag Bescheid, wenn die Reise nicht zur vollsten Zufriedenheit verlaufen sollte. Willkommen im Büro der Pörserin. Ich bin die leitende Pörserin Murata. Was kann ich für dich tun?
Oh, absolut. Der Tresor ist magnetisch versiegelt und durch mehrere Schichten voll schadensresistenter, vakuumsicherer Platten geschützt. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass unser Schiff geentert und der Alarm ausgelöst wird, wird der Safe permanent versiegelt, bis wir den Hafen erreichen. Für den noch unwahrscheinlicheren Fall, dass das Schiff zerstört wird, können deine Hinterbliebenen dein Hab und Gut aus dem Wrack bergen. Du kannst dir also vorstellen, dass dein Eigentum vollkommen sicher ist, bis du es wieder aus dem Tresor holst. Hm. Ich habe ihn selbst nur kurz gesehen, aber er ist wirklich wunderbar. Leider ist das Objekt in unserem Tresor weggesperrt. Und der lässt sich nur durch Vorlage einer Abhol-ID öffnen. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Naja, falls du es dir anders überlegst, ich bin hier. Schöne Reise noch. Falls ich deinen Aufenthalt noch angenehmer gestalten kann, bin ich jederzeit zu Diensten. Okay, ich muss irgendwie reinkommen. Sorry, kenne ich dich? Ich stehe hier. Okay, Moment. Versuchst du ernsthaft, mich anzumachen? Nee. Vielen Dank für das Kompliment, wirklich, aber ich bin schon vergeben. Und mein Partner mag keine Konkurrenz. Er ist sehr eifersüchtig. Ah ja. Oh mein Gott! Soll das ein Witz sein? Woher... Ah, dieser Idiot! Ich habe Larry gesagt, er soll seine Klappe halten, aber nein, er muss ja unbedingt seine Freunde beeindrucken und mit mir angeben. Pass auf, ich bin schon lange genug in dieser Branche und weiß, wie das Spiel funktioniert. Sparen wir uns das Gerede und bringen es hinter uns. Was muss passieren, damit wir beide glücklich sind? Du bist nicht gerade sehr clever, oder? Ich bin C3-Managerin bei Galebank. Mein Zugangspass öffnet genau zwei Türen. Den Haupteingang und die Damentoilette. Ups. Wenn du das wirklich willst, darfst du ihn gerne haben. Nee. Wenn ich dir belastende Infos über dieses Arschloch Dombrowski liefere, bringe ich mich nur in Gefahr. Warum sollte ich das tun? Wenn du auch anders an die Infos kommen könntest, würdest du nicht falschen, sondern fordern. Du weißt mehr über mich, als ich dachte. Das geht nicht. Ich will den Mann leiden sehen. Stimmt. Ich würde gern mal sehen, wie er sich windet. Ach, verdammt nochmal. Du bist vom Militär? Dann habe ich schon verloren. Okay, ich habe es verstanden. Weißt du was? Die ganze Sache hier macht mich echt sauer. Larry und ich hatten einen perfekten Plan, der uns Tausende von Credits eingebracht hätte. Und dann muss er alles vermasseln. Wenn du auf jemanden wütend sein solltest, dann auf dich selber. Weil du dich auf diesen dämlichen Plan eingelassen hast. Urteil ruhig über mich. Wenn ich untergehe, dann reiße ich Larry definitiv mit in den Abgrund. Ja, dazu komme ich gleich. Larry hat es mit mir und einem anderen Kerl ausgetüftelt. Gabriel Vera, einem hohen Tier bei der UC Security. Ich habe die Transaktion manipuliert, Larry hat sie aus dem System gelöscht und Vera hat uns die Bullen vom Hals gehalten. Wir haben die Galebank monatelang ausgenommen. Es lief alles bestens, bis ich gemerkt habe, dass Larry uns übers Ohr gehauen hat, indem er die Transaktion zu seinen Gunsten verändert hat.
Ich wünschte, ich hätte welche. Vielleicht solltest du mit Gabriel Vera reden. Der müsste hier auch irgendwo sein. Ja, hab ich schon gesehen. Wenn er nicht kooperieren will, erwähne einfach meinen Namen. Dann wird er sicher hellhörig. Viel Glück, du wirst es brauchen. Ich hoffe, du zeigst es, Dombrowski. Machst ihn richtig fertig. Oh Mann. Erstmal nur so eine komische ID bekommen. Alter Schwede. Bitte folgen Sie den geltenden Sicherheits- und Versammlungsvorgaben. Die Vorsitzende. Müssen diese ungebetenen Unterbrechungen sein? Ich bin sehr beschäftigt. Wie bitte? Und warum um alles in der Welt sollte ich etwas derart Dummes tun? Und warum in alles in der Welt sollte ich so einer Forderung nachgeben? Ja, das hoffe ich. Wir finden schon eine Lösung. Mal sehen, wer zuerst aufgibt. Das ist völlig absurd. Ich gebe dir gar nichts. Das will ich aber auch meinen, überhaupt so eine dumme Frage zu stellen. Okay. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich versuche es nochmal hier bei diesem Vera-Ding, ne? Typen. Hallo, bist du Mitglied der Gesellschaft? Hallo, für die Wohltätigkeitsgala hier? Ich arbeite für die UC Security. Geschäftliche Dinge sind also eher nicht mein Metier. Ich fürchte, ich kann dir nicht helfen. Wenn du nach einer Geschäftsgelegenheit suchst, redest du hier mit dem Falschen. Claudia hat dich geschickt? Hör mir gut zu. Ich weiß nicht, ob du zu viel getrunken hast oder wahnsinnig bist oder beides. Was immer du über mich zu wissen glaubst, ist falsch. Lass mich in Ruhe. Du lügst und bist eine absolute Schande für die United Colonies. Ich bin die Behörden, falls dir das noch nicht klar war. Egal, was du meldest, am Ende wird dein Wort gegen meines stehen. Ich arbeite für die UC Security. Was meinst du, wem man glauben wird? Die Vorsitzende hat sich wahrlich selbst übertroffen. Das weiß ich gerade sehr erfolgreich irgendwie. Ich hoffe sehr, in Zukunft finden alle Events der Gesellschaft auf einem Starliner statt. Ich habe dein kleines Intermezzo mit Vera gesehen. Mach nur weiter so und dieser Strohkopf wird noch deine Verhaftung verlangen. Das würde natürlich seine Drohungen erklären. Verstehe. Wir brauchen konkrete Beweise für die Veruntreuung. Das wird schwierig. In der Öffentlichkeit wird er nichts verraten. Damit er auspackt, musst du ihn unter vier Augen zur Rede stellen. Gute Idee. Das Notfallprotokoll sieht vor, dass sämtliche Passagiere die Decks räumen und in ihre Kabinen zurückkehren. Ich würde vorschlagen, die Lebenserhaltungssensoren zu manipulieren. Wenn du an der Steuerung herumbastelst und das Überwachungssystem dazu bringst, das als Ausfall zu verzeichnen, dann hast du deinen Notfallzustand. Was nötig ist? Er redet davon, an dem einzigen System herumzuspielen, das alle auf dem Schiff am Leben hält. Keine Sorge, das wird nicht schwieriger, als sich auf der Party unter die Gäste zu mischen. Du musst nur ein paar Schalter umlegen.
Eins noch. Wenn Chefingenieur Sandin dir Probleme macht, sag ihm, dass ich ihm seine Spielschulden erlasse. Mir wäre es lieb, wenn du das erst als letztes Mittel einsetzt. Aber wenn ich bald wieder bei der Fleet bin, kann ich auf ein paar Credits verzichten. Also dann, ich gehe mal lieber packen. Hier wird es langsam brenzlig. Und Trident wird schnell merken, dass du einen Helfer hattest. Was zur Hölle? Hast du nicht gesagt, dass du sonst keinen Grund hast, hier zu sein? Du hast mich nicht nur angelogen. Sie hat dich auch noch alleine auf den Preis angesetzt. Ach ja? Und es ist wohl auch reiner Zufall, dass du mich genau nach dem Ding fragst, das Neva und ich zusammen stehlen wollten. Unglaublich, dass sie mich übergehen will. Ohne mich wäre der Preis überhaupt gar nicht auf diesem Schiff. Sie hat dir gesagt, dass du mir damit drohen sollst, oder? Diese Hexe. Schön, ich helfe dir. Aber du machst die Laufarbeit. Und ich kriege trotzdem meinen Anteil. Also, wie steht es um deinen Plan? Weil das System komplett automatisiert ist, wie die Pörserin dir sicher gesagt hat. Du kommst nur mit Sheilas Abhol-ID an den Preis. Aber sie wird sie dir nicht so einfach geben. Hier, gib ihr das. Das dürfte helfen. Und falls du vorhast, die arme Miss Holbrook umzunieten, denk daran, dass bei einem Schuss sofort der Alarm ausgelöst wird. Ja, ich will hier nicht schießen. Nach außen hin ist er ein aufrechter Bürger der United Colonies. Wo ist hier in der UC Security? Jede Menge Einfluss innerhalb vom Mast. Aber in Wahrheit ist er ein gieriger Drecksack, der dich für einen Credstick abstechen und den Mord jemand anderem anhängen würde. Wenn er nicht so ein gehässiger Tyrann wäre, würde er in der Crimson Fleet sicher aufblühen. Hm. Geh und mach dich nützlich. Ja, die ganze Zeit schon, aber irgendwie... Müssen diese ungebetenen Unterbrechungen sein? Ich bin sehr beschäftigt. In ein paar Tagen vermutlich. Ich will mit dem Transfer warten, bis wir sicher im Orbit unseres Zielorts sind. Wenn ich natürlich ständig unterbrochen werde, findet die Verleihung vielleicht gar nicht statt. Wie bitte? Und warum um alles in der Welt sollte ich etwas derart Dummes tun? Ach du meine Güte, woher weißt du denn das? Es gibt keinen Grund, eine Szene zu machen. Wenn du den Preis stehlen willst, kann ich nichts dagegen tun, oder? Hier, nimm ihn. Geil, so, was habe ich nochmal drin mit einem Typen? Oder so. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Erstmal sollte ich vielleicht den Preis holen, bevor ich das mache. Jetzt auch ab. Wenn Sie einen bestimmten Wunsch haben, wenden Sie sich bitte an das Betreuungspersonal. Bitte verlassen Sie den Passagier. Passagiere wohl ihre Wertgegenstände, während die Siren unterwegs ist. Speichern. Meine Ehre. So, den Ding habe ich schon mal.
sein. Das ist wunderschön, wunderschön. Ein wirklich edler Starliner. Nur das Beste für die Gesellschaft. Moin. Das Gebiet wird extrem gut bewacht. Moment. Was auch sinnvoll ist, wenn man Passagiere bedenkt, haben hier dass von hier Zutritt. Aus die Lebenserhaltungssysteme Augenblick. Gesteuert du bist werden. Captain Rokoffs Gast, oder? Entschuldige, ich hatte dich hier unten nicht erwartet. Tut mir leid. Was kann ich für dich tun? Oh, tut mir leid. Zutritt verboten. Keine Ausnahmen. Kommt, das auch funktioniert. Ja, das wäre schön. Mir ist hier unten so langweilig, dass ich schon die Deckplatten zähle, um die Zeit totzuschlagen. Okay, pass auf. Ich gehe mir einfach ein bisschen die Beine vertreten. Kannst du das vielleicht halten, während ich weg bin? Klar. Denk ja daran, nichts anzufassen. Ja. Tschüss. Du sollst doch nicht gucken. Geh. Die Party ruiniert, würde ich sagen. Definitiv. Es sind alle weg. Wir haben sie definitiv ruiniert. Schade eigentlich. War eine coole Party. Moin. Die Siren of the Stars befindet sich im Notfallzustand. Bitte kehren Sie in Ihre Kabine zurück. Bin dabei. Unglaublich, wie groß die Kabine ist. Da hätte eine 12-köpfige Familie Platz. Ich hatte mich schon gefragt, ob du etwas mit diesem Notfall zu tun hast. Lass die Spielchen und sage mir einfach, warum du hier bist. Boah, ich weiß nicht, ob das mit der Fleet an... Du arbeitest für Ikandes kleine Antipiraterietruppe? Was kümmert mich das? Ich habe mit der Crimson Fleet nichts zu tun. Selbst wenn ich plötzlich den Colonies treu bleiben wollte, warum sollte ich mich selbst belasten, indem ich irgendwelche Beweise übergebe? Ich weiß nicht, woher du diese Informationen hast, aber das würde erklären, warum dieses Arschloch es mir so schwer macht, meinen Anteil zu kriegen. Das bedeutet, mein Geld ist längst weg und Dombrowski kommt mit einem Vermögen davon. Ich würde den Bastard gerne schwitzen sehen. Aber wenn diese Informationen in die falschen Hände geraten, könnte ich im Gefängnis landen. Auf die Weise bleibt mir wenigstens etwas. Na schön, du hast mich überzeugt. Ja, aber schon Geld sein, ja. Hier, mit dieser Slate und der Aufzeichnung hast du alles, was du brauchst, um ihn festzunageln. Du wirst ihn komplett in der Hand haben. Aber lass mich da raus, wie du es versprochen hast.
Sag Dombrowski, er sollte verduften. Denn wenn du ihn nicht umlegst, mach ich das. Wenn er ihn umlegt, ist es besser für mich. Alle Passagiere werden gebeten, sich umgehend in ihre Kabinen zu begeben. Ich suche meine Kabine, ich weiß nicht, wo die ist. Sorry. Wir haben einen Notfall auf dem Schiff. Bitte begeben Sie sich zurück in Ihre Kabine. Ist das hier drin? Es gibt keinen Grund zur Sorge. Sicher ist es nur eine kleine Störung oder eine Übung. Sieh mal an. Du bist wohl der Quälgeist, der Claudia und Gabriel belästigt hat. Ich bin mir nicht im Klaren, was genau du erreichen willst, aber offenbar ist es an der Zeit, dass wir verhandeln. Dürfte ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Der Captain. Du glaubst doch sicher nicht, dass ich mich an einer so heiklen kriminellen Unternehmung beteiligen würde, ohne das gesamte Spielbrett im Auge zu haben. Ich weiß nicht, warum du in diese Angelegenheit verwickelt wurdest, aber... So oder so ist eindeutig schnelles Handeln gefragt. Sehr gut, sehr gut. Also dann lass mich die Lage kurz zusammenfassen. Erstens bist du offenbar an Insiderwissen zu meinem Engagement an der Galbank-Defraudation gekommen, auch wenn dir meine Motive wohl verborgen geblieben sind. Zweitens habe ich die Hypothese, dass meine Kompagnons ob der ausstehenden Auszahlung ihres Anteils verzagt sind und dir daher geholfen haben. Unter meine Stirn noch nicht Bekanntschaft mit einer Kugel gemacht hat, kann ich darauf schließen, dass du etwas von mir willst. Muss es sein, dass auf Jamison die Sonne untergeht? Muss es sein, dass man einen Druckanzug anlegt, bevor man sich ins Vakuum des Weltalls wagt? Ich habe durchaus eine umfassende Bildung genossen, aber als Professor würde ich mich nicht bezeichnen. Allerdings bedeutet das Kompliment wohl, dass du kaum etwas von dem verstanden hast, was ich bis jetzt gesagt habe. Um es grob zu sagen... Du besitzt kompromittierende Informationen über mich. Ich dagegen habe außer meinem Galbank-Pass nichts zu bieten. Ich nehme an, das ist es, was du eigentlich wolltest? Mach bitte hin. Ich halte es nur für kurze Zeit in der Anwesenheit dieses Schweins aus. Natürlich tue ich das äußerst ungern, aber mir bleibt kaum eine Wahl. Allerdings wird Larry Dombrowski nach dieser Kreuzfahrt unter mysteriösen Umständen verschwinden. Danach werde ich selbst kaum Verwendung dafür haben. Famos. Wie es scheint, sind wir zu einem Konsens gelangt. Oh, verzeih, ich sag es einfacher. Wie es scheint, haben wir einen Deal. Ich hab's verstanden, Schwachkopf. Sicher verstehst du, wenn ich darum bitte, dass zwischen uns kein weiterer Kontakt stattfindet. Und nun entschuldige mich bitte. Ich muss reflektieren, wie ich zwei lästige Geschäftspartner brotlos mache. Einen schönen Tag noch. Kehre zu Jevgeny Rokov zurück. Oh Gott, was für eine Quest hier. Das ist schon fast ein Geisterschiff hier geworden, ne? Und unser Sicherheitsteam wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie während dieses Notfalls in Ihrer Kabine... Unser Sicherheitsteam wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie während dieses Notfalls in Ihrer Kabine... scheint, als sei unser Plan aufgegangen, wie am Schnürchen. Dürfte ich um eure... Freut mich, das zu hören. Vergiss nicht, Delgado zu erzählen, wie sehr ich dir geholfen habe. Weißt du, ich frage mich immer noch, wozu du den Zugangspass eigentlich brauchst. Willst du es mir verraten? Ah, er hat dir also verboten, mir das zu sagen. Du solltest es dir mit der Fleet nicht auch noch verscherzen. Also lasse ich's lieber darauf beruhen.
Aber immerhin steht meiner Rückkehr zur Fleet jetzt wohl nichts mehr im Wege. Darauf habe ich lange gewartet. Das anscheinend nicht ich. Ich schulde dir was, Tovarischt. Keine Sorge, das ist keine Beleidigung, nur ein sehr altes russisches Wort. Bedeutet Genosse. So nenne ich dich ab jetzt, also gewöhn dich dran. Okay. Unsinn. Wenn du in dieser Welt auf eins zählen kannst, dann darauf, dass Jewgeni Rokov immer seine Versprechen hält. Immer. Tja, dann trennen sich jetzt wohl unsere Wege. Hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal auf dem Schlüssel wieder. Gib dich nach New Atlantis. Oder sogar so unkommen wieder. Wir haben einen Notfall auf dem Schiff. Bitte begeben Sie sich zurück in Ihre Kabine. Nee, ich will auf mein Schiff. Die Siren of the Stars befindet sich im Notfallzustand. Bitte kehren Sie in Ihre Kabine zurück. Ich will immer noch auf mein Schiff. Ich muss packen und von hier verschwinden. Was ist denn? Alle Passagiere werden gebeten, sich in ihre Kabinen zu begeben. Um eure Aufmerksamkeit bitten. Der Captain hat einen Notfall ausgerufen. Begebt euch bitte geordnet zu euren Kabinen und bleibt dort, bis ihr weitere Anweisungen erhaltet. Komm ich jetzt nochmal runter zum Schiff? Ach moin, dich habe ich auch schon ausgenommen. Die sind alle unten tatsächlich. Ah, hier geht's runter. Moin. Sternsaal. Irgendwo muss er noch weiter runtergehen. Das ist das Cockpit A von dem Schiff hier. Das Schiff will ich gar nicht haben, wenn ich ehrlich bin. Oh, hier geht's noch runter. Sehr schön, sehr schön. Endlich da, wo ich hin wollte. Dürfte ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Der Captain hat einen Notfall ausgerufen. Begebt euch bitte geordnet zu euren Kabinen. Uiuiuiuiui. Wir sind getrennt. Hauen wir ab. Mission. Level 26, yay. So, landen und Schluss machen. Beziehungsweise gleich mache ich das Gehen aus Gilden und dann machen wir Schluss.
Das brauche ich eigentlich gar nicht mehr, ne? Forschung würde ich gerne mal vorankommen. Zwei Skillpunkte. In Forschung weiter. Ah, habe ich noch nicht. Ich muss ja die Analyse, muss ich eigentlich leveln, ne? Ah, ist egal. Na gut, dann speichern wir mal. Und damit war's das für heute. Alles bis dann.